heiße Moritz Spender, bin 15 Jahre alt und ich habe als Jahresarbeit letztes Jahr in der Schule einen Film gemacht über Dagmar Niblowar. Das ist eine Frau, die Theresienstadt, das Nazi-Ghetto Theresienstadt, überlebt hat und von da aus noch weiter nach Auschwitz und Bergen-Belsen gekommen ist und wahnsinnig viel zu erzählen hat. Ich glaube, der Dokumentarfilm fasziniert mich so, weil man mit Dokumentarfilmen einfach ganz besondere Geschichten erzählen kann, die man so mit Texten oder einzelnen Bildern einfach nicht vermitteln kann. Und ich finde auf jeden Fall, dass junge Leute auch Filme machen, die Möglichkeit bekommen sollten, Filme zu machen, weil man einfach, wenn man, ich habe bei meinem Film, den ich gemacht habe, mich wahnsinnig intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und wahnsinnig viel darüber gelernt. Und ich glaube, dass auch die Leute, die den Film gesehen haben, da dann eine Geschichte mitbekommen haben, die sie sonst nie erfahren hätten. Und deswegen glaube ich, ist es auf jeden Fall toll, wenn Jugendliche die Möglichkeit bekommen, Filme zu machen.